Bill Evans? Nein, Debussy. Aber genauso ist es mir auch ergangen, als ich vor einigen Jahren das Prälude La Fille au Chevreuil de Lin von Debussy im Radio gehört habe. Ist das noch Klassik oder schon Jazz? In diesem Spannungsfeld ist mein aktuelles Programm Blank Page New Impressions of Debussy entstanden. Mit dabei sind Christoph Neuhaus an der Gitarre, Joachim Staudt am Altsaxophon und der Bassklarinette und Lars Binder am Schlagzeug. Wenn ihr neugierig seid, was Debussy und Jazz gemeinsam haben, wir spielen kommenden Sonntag eine Auswahl unserer Arrangements bei Live at Mochers. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet. Den Link findet ihr hier unten.